Das ist okay, wenn ich jemanden. Ja, das ist okay. Das ist schon schön. Das wäre schön. Das ist die Hoffnung, das kann ich auch mal. Das ist auch unbedingt. So, es war also die Verspätung. Hier ist die Frauengruppe. Sabine, ja? Wenn du mal Interesse an einem super tollen Film hast, laut ab, das kann ich nur empfehlen. Fantastisch. Ich war im Kino mit super Schauspieler. Ach, hast du schon gesehen? Ja. Ist der nicht toll? Nee. Nee? Nee, oh, war es too much. Und, ja, der Raum ist gerade frei geworden. Sabine ist immer pünktlich. Kann ich noch kurz was trinken? Ja. Hat ihr schon was eingenommen? Ja, macht nichts trotzdem. Jo. Hallo ihr Lieben, gleich. So. Sind gleich da, aber die Zuschauer sind ja auch immer nicht ganz pünktlich. Die Schalt kommen auch immer ein bisschen später. Gut. Ja, schönen Abend. Ich soll anfangen? Ja, erzähl mal, was du gemacht hast. Okay. Also wir sind, ich baue alle Computer um, haben wir neue Computer, klappt nicht alles, wird alles frisch gemacht. Und mal gucken, ob ich noch was mache. Also drüben wird umgebaut. Das machen wir noch. So, kann man noch was schief. Dankeschön. So, ja, bin noch ganz weg und doch ganz da. Sorry für die Verspätung ein bisschen. Wir waren gerade. Ja, genau. Ja, es hat doch länger, als ich gedacht habe. Das können wir auch nicht. Kurz winken. Wer ist denn da? Na, die auch. Noch keine schönen Haare. Hallo? Die Karin ist da. Hallo! Bald wieder, ne? Machen wir mal wieder. Kommen wir wieder. Ja, okay. Macht voll Spaß. So, jetzt. Hat ja noch gar keiner geschrieben. Ja, grüß euch alle erstmal ganz herzlich. Sorry, wenn ich noch ein bisschen gegen den Wind bin. Gerade eben vor ein paar Minuten aufgehört, unseren Vibeskreis sozusagen, unseren verrückten Vibeskreis und bin noch ganz berührt. Wir waren ein wundervolles Sextett, also 6 Frauen und vieles erst, also einige das erste Mal auch da, die sich noch nicht kannten und ja, ganz spannend, ganz viel Achtsamkeit, ganz viel am Anfang ein bisschen Schüchternheit, ja, wie sich das dann so entwickelt nach 3 Stunden, was dann da rauskommt, das ist einfach nur göttlich. Und was nach 3 Stunden für eine Vertrautheit da sein kann. Wundervoll. Hallo Neptloff, grüße dich. Ja. Und das Thema, was so heute im Raum stand oder was ich auch mit reingegeben habe, war, weil man hört so oft, Mensch, entweder als Wunsch oder als Vorhaben für das neue Jahr, ich möchte so ganz in meine Kraft kommen. Oder man bekommt oft gesagt, Mensch, komm doch mal in deine Kraft.
Und dann habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet denn das eigentlich, in deine Kraft kommen? Also wenn man, ich habe da mal so reingespürt und vielleicht könnt ihr euch für euch auch mal reinspüren, was das bedeutet. Wenn ihr sagt, ich möchte ganz in meiner Kraft sein. Und vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wow, wenn ich das mit dem Körper ausgedrückt hätte, dann wäre da ein sehr so dynamischer, kraftvoller Tanz bei rausgekommen. Sowas hätte ich mit Kraft verbunden. Und jetzt im Moment, spüre ich Kraft. Ist unwahrscheinlich viel Kraft in der Sanftheit. Da ist so viel Kraft in der Sanftheit und Zartheit. Und die Verletzlichkeit, also sich so zu öffnen. Verletzlichkeit zu zeigen, das ist, spüre ich gerade ganz viel Kraft, die zu zeigen und auszudrücken und sich die zu erlauben, ja. Ja, vielleicht könnt ihr für euch mal spüren, was bedeutet für euch Kraft oder also, wenn ihr sagt, ich möchte in meine Kraft, möchte ganz in meine Kraft, natürlich hat es ganz viele Facetten. Aber was bedeutet es momentan? Was bedeutet momentan für euch, wenn ihr sagt, ich möchte in meiner Kraft sein? Ja, wäre schön, wenn ihr da was schreiben könntet. Infinita, schönen Abend euch und einen Hallo und eine Runde in die Runde. Dankeschön. Sich im Solar Plexus spüren und in der Wahrnehmung der eigenen Person und seine momentane Energie ausdrücken. Schön. Also so ganz im Jetzt zu sein. In dem Spüren, im Wahrnehmen. La Infinita, in der Kraft sein, da kam bei mir gleich der Impuls, dass alle Seelenanteile sich wieder vereinen. Schön. Schön. Petra, hallo an alle. Für mich ist es das, ich bin. Schön. Na, da ist auch alles drin. Wir haben, Petra, das gerade schreibt, ich bin so Übungen gemacht, zu zweit und dann uns ausgetauscht und immer wieder. Dass ich spüren konnte oder dass ich nicht mehr da war. Ich bin weg nach dem Motto, ich bin nicht mehr da. Ich bin niemand. Schön, dass ihr da das mitteilt, ganz schön. Kommst du denn oder müsst noch weitermachen? Gibt es noch Probleme? Cheat ist mit, ist gerade jemand da mit einem Computerprofi sozusagen, der alles neu mit einrichtet, ausrichtet, so dass wir so ganz toll mit euch, wir sind so schon toll verbunden, aber dass noch alles besser und leichter und fließender wird und für uns eine Menge Arbeit noch abnimmt. Und dazu brauchen wir einfach die Technik. Ja. Danke an Thorsten, der da ist.
mit seiner Kraft, mit seiner Hingabe und uns da unterstützt. Hi, liebe Steffi, grüße dich. Was bedeutet für dich, Steffi, was bedeutet für dich momentan, wenn du sagst, ich möchte in meiner Kraft sein? Oh, es ist einfach schön. Es ist noch ganz viel Stille in dem Raum und auch mit euch spüre ich jetzt. So eine Stille, schöne Stille. Eine Vertrautheit. Und dass jeder irgendwie an seinem Platz ist. Einfach jeder gerade so sein, jeder so sein kann, was gerade da ist und was wie er ist und sich irgendwie gar nicht verstellen muss. Schön. Ich bin irgendwie noch gar nicht richtig da, merke ich. Aber vielleicht ist es gar nicht notwendig, ganz da zu sein. Vielleicht ist das, was nicht da ist, gar nicht wichtig, dass es nicht da ist. Ich merke einfach nur, es verändert nach 3 Stunden jetzt so Intensivgruppe mit Frauen. Das ist schon wow. Steckt es bei euch auch? Ach, steckt, du meinst stockt, oder? Stockt es bei dir, Steffi? Schade. Es gibt ja irgendwie auch eine Möglichkeit. Glaube ich. Ach, der Stick stürzt immer ab. Oh, schade. Wie ist es bei euch anderen? Ist das okay? Okay, danke schön. Ist komisch, wenn ich mich auch da gerade sehe. Schade, ja, hier läuft es rund, auch bei Leinfern. Ach, schade, Steffi. Vielleicht schicken wir mal ein paar gute Technikwellen rüber zu Steffi. Dass es bei ihr flüssig läuft. Jetzt, okay? Jetzt. So, Steffi, wir haben alles getan, was in unserer Macht steht, damit die und die Leitung durchgepustet. Bis zu deinem Stick. Mal gucken. Vielleicht hat es ja geklappt. Wäre schön. Bin da. Wunderbar. Na, dann dürft's jetzt fließen. Hoffe ich. Ich habe irgendwie den Impuls,
dass jemand da ist unter uns, vielleicht auch noch gar nicht im Chat. Ich weiß es nicht. Der irgendwie uns was mitteilen möchte. Aber unsicher ist und denkt vielleicht, ach, vielleicht passt das jetzt nicht oder ach, gucke ich nur oder... Und ich sollte das ansprechen und denjenigen ja, ermuntern, ermutigen. Wenn du jetzt spürst, dass du gern was mitteilen möchtest, dann wäre es schön, wenn du deinem Impuls folgst. Sei es entweder über den Chat oder gerne auch anrufen. La Infinita ist witzig, jetzt hat es hier gestockt. Läuft aber wieder jetzt. Okay. Nicht, dass wir es nur verschoben haben. Ja, wäre schön, wenn, wie gesagt, wenn sich jetzt jemand, der da ist, den Impuls hat, ja, zu sagen, Mensch, ich habe einfach was Schönes mitzuteilen für euch. Oder was heißt, ich habe was mitzuteilen, was zu geben, was zu schenken, was zu, was auch immer. Dann tu es. Vielleicht Telefonnummer, die kann ich jetzt hier nicht einblenden, weil ich nicht über einen Livestream bin. Vielleicht kann das jemand kurz im Chat reinschreiben. Ach so, das kann ich ja auch, so ein Quatsch. Die Telefonnummer, falls. War wieder ein Blick. Ach schön, ach nicht schön, schade. Ja, momentan habe ich das Gefühl, Jeet will das ja immer nicht hören. Aber ich, ja, dass die Leitung generell so ein bisschen unstabiler geworden sind. Aber wir sind trotzdem verbunden, Steffi. Im ganzen Herzen. Das heißt, du verstehst uns dann auch nicht richtig flüssig, ne? Was wir sagen. Wahrscheinlich nur Bruchteile, oder? Schade. Ja, doch, ach, hörst du doch, okay. Ja, was bedeutet für dich, Steffi, in deiner ganzen, deiner Kraft zu sein, wenn du jetzt spürst, es steht immer getrennt. Es steht immer getrennt. Das ich bin, okay. Das Sein einfach. Schön. Wie gesagt, ich bin noch sehr in der Stille und sehr berührt. Und wie irgendwie noch auf einer
wie noch in diesem Space, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, von dieser Gruppenarbeit jetzt 3 Stunden, dass es mir fast schwerfällt, jetzt irgendwie irgendwas zu sagen oder zu tun. Einfach ganz viel Stille da ist. Und genau darum geht es ja in dem Ich Bin oder in dem Sein. Und ich möchte mir da auch treu sein und nicht irgendwas, was ich nicht spüre, irgendwas zu tun oder zu sagen, was einfach nicht ist, nur um was zu tun oder zu sagen. Deswegen war ich jetzt auch gar nicht so drauf eingestellt, allein die Sendung zu machen. Eher hatte ich gedacht, dass Chit die Sendung macht und ich mich nach der intensiven Gruppenarbeit das noch nachwirken lassen kann. Aber ich tue das auch gerne mit euch. Hat alles seinen Sinn. Chit ist halt noch mit Technik beschäftigt, mit dem Computerfachmann. Deswegen, wie gesagt, habe ich den Impuls und ich spreche den auch gern nochmal aus, dass jemand da ist. Ich glaube, dass es jetzt jemand ist, der noch nicht im Chat geschrieben hat. Und der einfach was Schönes mit uns teilen möchte. Deswegen habe ich auch die Telefonnummer im Chat reingeschrieben. Irgendwie eine Botschaft oder so. Also jemand hat eine Botschaft für uns, habe ich mitgekriegt. Ja. Und dann bitte ich dich, dir ein Herz zu fassen und anzurufen. Du tust das auch für dich. Also ich spüre ganz viel Dankbarkeit. Danke, dass ich, also ich danke mir, dass ich einfach jetzt so bin, wie ich bin, ohne jetzt irgendwie was zu müssen, zu sollten. Gar nicht so einfach gerade für mich. Was? So irgendwas so, weil es einfach so viel passiert, ganz viel Stille da. Und den Impuls jetzt irgendwas, was nicht da ist. Aber ich habe gespürt, dass jemand da ist und jemand eine Botschaft hat für uns alle. Aber derjenige hat noch nicht sich gemeldet.
Soll ich die Botschaft? Bist du die Botschaft? Ich muss immer rüber, ich muss immer Computer an- und ausschalten. Was wir kurz am Anfang, was jeder so ein bisschen geschrieben hat, was bedeutet für dich momentan, wenn du sagst, ich möchte in meiner Kraft sein oder ich bin in meiner Kraft, weil Kraft verwirkt, denkt man immer so, ist sowas. Was bedeutet für dich in deiner Kraft sein, wenn du das mit wenigen Worten? Ja, so weit wie möglich das tun, was meins ist, was mein Auftrag ist. Und so wenig wie möglich Fremdbestimmung. Mhm. So bewusstes Ausschalten von Fremdbestimmung. Denn das große Problem, wenn wir mit anderen Programmen handeln, was wir nicht sind und wir merken das nicht. Mhm. Merken tun wir es erst durch irgendwie... Ja, meistens durch irgendein Leid oder schmerzvolle Erfahrung oder durch eine Spiegelung, ne, die irgendwie erstmal wehtut, wo man dann erkennt, hey, ja, bei Steffi ist immer mal Internetstörungen. Ist auch ganz still, auch im Chat heute, ziemlich still. Ja, sind auch wenige, ne. Also hier läuft gut. Eine stille Meditation führt in die eigene Kraft. Ja, genau. Kraftvoll zu sein heißt genau eins, einfach still sein. Ne? Mm. Ja, so, ich muss kurz wieder rüber gucken. Genau, weil das ist das, was heute entstanden ist. Ne? Also, ja. Was bedeutet es, in die eigene Kraft zu gehen? Und eigentlich ist rausgekommen, ja, ganz viel Stille. Ganz viel Stille. Das ist schon spannend. Dankeschön. Dann habe ich jetzt den Impuls, vielleicht meldet sich ja der oder diejenige noch. Einfach aus der Stille heraus meine Dankbarkeit auszudrücken. Neptloff, ich danke dir, ja, ich danke dir für deinen Mut und für dein Mut machen. Und für deinen Schalk. Und ich danke dir für danke dir für deine Disziplin. Im Sinne von, wenn du dich einmal für was entschieden hast, ja, dran zu bleiben. Was nicht heißt, dass du nicht flexibel bist und beweglich, aber du hast so eine bestimmte Art Disziplin für dich entwickelt, wo du ja, dass du einfach dran bleibst und dadurch viel für dich erfährst und wo du dich und andere damit beschenkst. Danke dir. Danke. Steffi, ich danke dir. Ja, für deine Präsenz, die zentriert. Wenn du da bist mit deiner Präsenz, dann ist es so, als wenn alles, was so gespalten, abgespalten ist von uns oder wie auch immer, sich wieder ausrichtet und zentriert.
und dann ganz mit dem, alles was ist, da sein kann. Und in dem Moment dann natürlich auch viel präsenter da sein kann. Ja, danke dir dafür. La Infinita, mir fällt gerade die Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag ein. Die ist da so passend. Ja, die ist toll. Ja, danke schön. Ja, die berührt mich auch jedes Mal. Ja, La Infinita, ich bedanke mich. Ich danke dir. Es ist bei dir die Schwingung für die Schwingung, die du ausstrahlst und uns damit in Schwingung hältst. Sozusagen, wenn du da bist durch deine Präsenz, ist das, was wir vorher vielleicht nicht spüren konnten, kommt in Schwingung. Und macht uns ein Stück lebendiger. Also bringt uns einfach in Schwingung, sodass wir uns ganz fühlen können mit allem, was ist. Ohne das zu bewerten, Plus und Minus, positiv und negativ, mit allem. Du bringst alles, wie eine Rückkopplung. Du strahlst das aus, deine Schwingung, und bringst uns dadurch in Schwingen. Und dadurch können wir ganz lebendig sein. Mit allem. Dankeschön. Steffi, danke Sabine, ich danke dir für dein warmes Herz, das eine Sanftheit in sich trägt, die Melodien der Liebe und Geborgenheit in jede meine Zelle spürbar macht. Wow, danke, das ist ja Poesie, Steffi. Ja. Impressed. Mm. Ja, Infinity, das ist wahr. Ich habe das erste Mal gelesen in der Herzmagnet. Ne? Liebe Petra, und ich möchte dir danken, für deinen Adlerblick, sozusagen die Dinge aus einer Warte zu sehen, man selbst vielleicht drin steckt und die gar nicht wahrnehmen kann. Und die du sichtbar machen kannst. Du machst Dinge sichtbar. Und ich liebe deine und ich danke dir für deinen, ja, für deinen totalen Schalk, für dein Humor und für deine Leichtigkeit. Für dein Blödsinn machen. Für deine Spontanität. Und für deinen Mut. Dankeschön.
La Infinita. Oh wow, danke schön. Sabine, ich danke dir auch für ein Gefühl der Wärme und das sich Erkennens. Dein Radius ist so groß. Irgendwie ist ja nett. Dankeschön. Dankeschön. Ja, outet sich noch jemand? Man wird belohnt. Petra, ich bedanke mich bei dir. Ist ja toll. Und der Schalk ist öfter bei mir, ja. Mami reitet mit ihm durch die Berge. Ja, das glaube ich. Schön. Ach, schön, ihr beiden euch so zu spüren zusammen. Das ist echt toll. Ja, möchte sich noch jemand outen, noch jemand zeigen im Chat? Sagen, hey, ja, ich möchte auch gesehen werden. Ja, dein Humor ist dein Pferd. Das ist ja genial. Super. Petra, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist die Petra mit ihrem Schalk. Steckenpferd. Na, schon ein richtiges, oder? Und dem Kind. Ich reit nicht, ich flieg. Ah, Steffi fliegt. Und mein Besen hinten nach. Ich glaube, Steffi braucht keinen Besen mehr. Ist nur Show. Nur zur Show, Steffi. Stimmt's? Das ist eine ganze Serie voll Besen. Immer kommt wieder ein neues raus. Neue Besen. Und die sind einfach so neckisch und so toll und interessant, aber eigentlich brauchst du keinen, sei ehrlich. Nimmst halt den Pegasus, der hat beide Flügel und Beine. Ab und zu, Sabine. Meine ich ja, zur Show, weil es einfach nett ist. Was haltet ihr von ein bisschen zu tanzen? Den Impuls hätte ich jetzt noch. Ein Dankbarkeitstanz für uns alle, okay? Mit euch und füreinander im Kreis. Wir tanzen gemeinsam, okay? Habt ihr Lust? Schön. Ja, ja. Schön. Und wir spüren uns dabei. Okay, wunderbar. Wartet. Schnell Musik anmachen, gucken, so passt es ja. So, wartet.
Mach mal das Lied Freude. Jetzt will diese Musik nicht, das gibt's ja nicht. Dann soll die nicht sein. Interessant. Okay. Dann soll die Musik nicht sein, dann gibt's eine andere. Moment. Dann gibt's eine andere. Sorry. Oh,
Jön, ich hab euch gespürt. Jön. Ah, schön. Das war ein Lied von einer Freundin, brasilianischen Freundin, die viele Jahre in Deutschland gelebt hat und dann irgendwann zurückgegangen ist nach Brasilien. Und einfach so eine, ja, in ihren Liedern so viel, oh, alle einfach alles ausgedrückt hat. Das ist wunderbar. Und auch dieses Lied, ich habe nur verstanden, Alegria. Und Alegria ist einfach Freude. Und das hat jetzt gepasst. Ja. Ja, danke schön. Oh, danke schön, ja. Das ist so meine, ist auch immer mutig, wenn ich das anhab, weil ich dann so wie so, wie so eine bunte Vielfalt, ist schon sehr arg bunt. Aber das macht irgendwie auch was mit mir, wenn ich das anhab. Ja. Ah. Oh. Danke. Habt ihr mitgetanzt? Ich habe euch gespürt. Viele habe ich gespürt. Total schön. Oh. Herrlich. Jetzt brauche ich mal einen kleinen Schluck zu trinken. Moment. Unser gutes Wasser. Ein bisschen Werbung. Aquion. Aquion, das Wasser. Das Wasser, das sie lebendig macht. Das Wasser, das ihre Zellen erfrischt. Das Wasser, das sie basisch macht. Das Wasser, das zur Heilung und Gesundheit beiträgt. Das Wasser, das einfach schmeckt. Aquion. Jetzt und immer. Prost. Das Wasser, das einfach runtergeht. Wie viel kostet das Gerät? Oh ja. Oh, danke, Neptluff. Oh, die Stimmung. Ja, mit euch zusammen. Also das Gerät ist nicht... hat seinen Preis. Man kann das wohl auch in Raten abzahlen. Kostet fast, gibt es mehrere Sorten, ich glaube 1800 Euro. Aber man kann das irgendwie in Raten wohl zahlen. Und sehr, sehr, sehr faire. Ich glaube ein Jahr lang ohne, also ganz, ganz geringe Zinsen oder sogar ohne Zinsen, ich weiß es jetzt gar nicht. Also sehr, und wenn man sich das klingt, viel und ist auch irgendwie viel. Und
Und es gibt ja immer noch so viele Menschen, die sich, das habe ich ja auch gemacht, die sich ständig Wasser einkaufen, was man da auch ausgibt. Ne? Also mir ist es einfach ganz wichtig, eine der wichtigsten Dinge, gutes Wasser zu trinken. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl mehr, nur Leitungswasser zu trinken. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles selber in der Hand und ich kann mir mein Wasser transformieren. Dennoch ist trotzdem nochmal ein anderes Gefühl. Hat einfach eine andere Schwingung. Es ist einfach spürbar. Ja. Es ist wie so ein, wie eine Kur mit dem Wasser, ne? Also wie eine lebenslange Kur. Weil gerade mit der Ernährung, man muss ja so viel, oder was heißt, sollte aufpassen, nicht so viel säurehaltige Sachen zu sich zu nehmen, ne? Mehr basisch. Und überhaupt durch die ganze Umwelt und Handys und durch Ärger, alles Mögliche oder Stress übersäuern wir tagtäglich. Ne? Also ich kenne eigentlich kaum einen Menschen, der nicht irgendwie übersäuert wäre. Ne? Und obwohl ich wirklich ziemlich Acht gebe und trotzdem ist es bei mir auch nicht ausgeglichen. Und das ist einfach mit diesem Wasser eine super Möglichkeit, dass man zu sich nimmt, einfach nur durchs Trinken, dass man seinen Säurebasenhaushalt damit reguliert. Das finde ich schon genial. Ja, genau. Jetzt einfach dazu. Aber das muss letztendlich jeder für sich rausfinden und entscheiden, was sich für ihn gut anfühlt, ne? Ja. Da kaufen andere ein Auto. Drum. Wa? Aber das kann man selbst auch umpolen. Klar, wie gesagt, ja, klar. Letztendlich haben wir alles selber in der Hand. Logisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn man das so ganz konsequent und diszipliniert durch, man müsste das dann irgendwie, ja. Man ist ja auch nicht jeden Tag immer gleich gut drauf oder irgendwie, oder man vergisst es dann und so. Aber klar, wir könnten das alles selber machen, auf jeden Fall. Stehe ich auch dazu. Bei Infinitar, wir haben auch ein Reinigungsgerät in der Leitung, war total zu spüren, gerade auch beim Baden. Ach, schön. Steffi, die Zellstruktur ändert sich sofort durch Lichtenergie des höheren Bewusstseins. Ja. War aber nicht so teuer. Okay. Naja, aber es gibt ja da so, es ist ja unglaublich, es gibt ja da so vieles. Und in erster Linie war es für Cheat einfach auch ganz wichtig, der dieses Wasser als erstes probiert hat, irgendwo kennengelernt hat und wollte unbedingt dieses Gerät. Und bin aber auch sehr dankbar. Ich habe das auch schon sehr oft gemacht, alle meine Lebensmittel umzupolen. Es funktioniert sofort. Ja. Ja, Wasser ist so elementar. Ja, eigentlich bräuchten wir gar nichts, ne? Zurück zur Einfachheit. Eigentlich haben wir alles selber in der Hand. Brauchen normalerweise kein Gerät für nichts. Oder keine Hilfsmittel für nichts. Und dennoch irgendwie ist es einfach gerade, fühlt sich einfach gerade gut an.
Ja. Ihr fühlt euch auch gut an. Wir zusammen fühlen uns gut an. Was meinst du mit umpolen? Petra, glaube ich, hatte das geschrieben, oder? Was meinst du mit umpolen? Petra, magst du dazu noch was schreiben? Ich denke, das Verändern in seiner Struktur, ne? Allein schon, wenn man die Lebensmittel oder das Wasser segnet, ne? Schon einfach tut's ganz viel. Oder wenn ich weiß, ich habe meine Lebensmittel jetzt nicht Bio gekauft, dann ja, wenn ich das abwasche oder so, ist es für mich auch so, dass ich das so darum bitte, ist einfach schadstofffrei und voller Mineralien und segne es und dass es mir gut tut, so halt. Aber mal gucken, was die Petra schreibt. Für meinen Körper, meine Organe, meine Zellen zum allerhöchsten Wohle. Für meinen Körper, meine Organe, meine Zellen zum allerhöchsten Wohle. Absolut positiv für mich. Verstehst du, alles tut mir dann gut, ist gut verträglich, ja. Wenn es von der bestimmten Ebene, ne, diese Bewusstseinsebene, das, was du und Steffi auch angesprochen hast, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt, als vor vielen Jahren, wir haben ja viele interviewt, viele Menschen kennengelernt, die als das mit diesem Mentaltraining so populär geworden ist, ne? Das war ein richtiger Run, als das so neu aufkam vor einigen Jahren. Also so richtig, gibt es ja schon lange, aber so richtig präsent halt in vielen Medien und in vielen Zeitschriften und überall Seminare und so, jeder rannte zu diesem Mentaltraining. Und also nicht bei allen, aber bei vielen, vielen, muss ich echt sagen, bei vielen habe ich mitgekriegt, dass mir das Körperliche gefehlt hat. Die haben das, also sozusagen das Mentale ist das, wo man alles beeinflussen kann, durch die Gedanken und so weiter, und haben aber den Körper immer als das Niedere angesehen. Und das ist für mich irgendwie nicht so. Also für mich ist alles so hat alles seine Berechtigung und in Einheit zu sehen. Denn wir haben auch gesagt, na, ich kann ja alles machen, kann ja alles beeinflussen mit meinen Gedanken und ist egal, was ich esse und brauche auf nichts zu achten. Und das leuchtet mir irgendwie schon ein. Also ich rede jetzt von dieser Mentalebene, ne? Nicht von dem Bewusstseinsebene, ist was anderes. Dann habe ich mir aber die Leute angeschaut und dann hat es für mich nicht gestimmt. Weil viele davon sehr übergewichtig waren und auf den ersten Blick einfach sehr übersäuert. Also bei den Männern spürt man ja auch, sieht man das auch an den Haaren, ne? Wenn die nur noch ganz wenig Haare haben und einfach schon von Erscheinung sehr verschlackt aussehen. Und da stimmt es dann für mich nicht. Also da hat mir dann einfach ein Baustein gefehlt, das einfach nur von der mentalen Ebene zu sehen. Aber das, was ihr natürlich sagt von der Bewusstseinsebene, ist eine ganz andere.
Ah, also du informierst es sozusagen. Alles, was in den Nahrungsmitteln drinnen ist, wirkt positiv. Wobei ich bemerkt habe, dass ich für meinen Mann zu seinem höchsten Wohle und bei mir zu meinem höchsten Wohle informiere. Also jeder braucht ein bisschen was anderes für seinen Körper. Ah ja, genau. Es gibt Unterschiede in der Verträglichkeit von den Nahrungsmitteln. Klar, Petra, machst du das dann über dem Teiler? Ach, über dem Teller. Teiler. Über dem Teller? Ja, sowohl als auch. Oder ich nehme Gemüse und Obst in meine Hände. Oder halte meine Hände übers Wasser oder den Teller und so weiter. Ja. Und hast du, Petra, wenn ich fragen darf, oder die anderen, hast du wirklich dann, oh Steffi, wirklich das Gefühl, du ohne jetzt auf irgendwas noch zu achten, ob das tatsächlich gesund ist oder nicht, dass du danach gar nicht mehr gehst, sondern wirklich das, was du möchtest, auf was du Appetit hast, was dir gerade, wonach dir der Sinn steht. Und dann durch dieses Informieren oder Umpolen das dann einfach zu deinem besten Wohle ist. Also vertraust du da schon zu sehr oder hast die Erfahrung gemacht, dass es egal ist, was du isst? Oder schaust du schon dennoch bewusst, was du isst? Das würde mich interessieren. Ich habe es probiert mit meinem Nahrungsmittel, welches ich sehr schlecht vertragen habe. Ich achte sehr auf das, was ich esse. Ich esse nicht alles. Ich esse sehr bewusst und informiere trotzdem. Okay, danke schön. Das war mir wichtig zu wissen. Warte mal, die Kamera ist total schief. Ah ja, das war mir wichtig. Danke, Petra. Ja. Na, weil normalerweise könnte man ja sagen, ach, ich gucke jetzt überhaupt nicht mehr. Ich esse und trinke nur noch das, was mir gefällt. Egal, ob es gesund ist und nicht. Und wenn ich es umprogrammiere, ist ja sowieso egal. Also so dann nicht. Aber jeder macht, wie er möchte, genau. Sowieso. Das muss jeder sowieso für sich rausfinden, ne? Da gibt es keine bestimmte Norm, gibt es Ideen, da gibt es Impulse und letztendlich muss man das für sich irgendwie rausfinden. Absolut, ja, total. Dankeschön. Ja, 22.12 Uhr. Dann würde ich gerne für heute schließen, ihr Lieben. War ein sehr, sehr langer Tag und ist auch noch nicht fertig. Mal gucken, was noch Technik und die Männer noch vielleicht ein bisschen beköstigen. Ich bedanke mich. Ja. Für die schöne Sendung mit euch, fürs Spüren, für die Wertschätzungen, um mit euch zu sein, die wertvolle Zeit mit euch zu sein. Dankeschön. Morgen ist Mittwoch, genau. Morgen haben wir auch bis um 9 Kurs. Jetzt weiß ich gar nicht, ob danach Sendung ist, aber ich glaube schon.
Oh, danke, Pippi. Dankeschön. Und danke, Infinita. Danke. Danke euch allen. Habt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.